sollte ich unentdeckt bleiben. Steinkreis. Nicht lange her, dass ich mit Remo hier war. Du da! Halt! Drei Physician Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh.
Hey! Reihe! Decision gerecht! Decision gerecht. Faules Dreckspack! Macht euch mal nützlich! Du da! Halt! Was denkst du denn? Moment, war das... Stimmt nicht mit dir! Halt! Bleib stehen! Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Bringt mir die Namen der Einwohner, die regelmäßig den Tempel... Ich glaube. Natürlich, mein Herr. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Hey! Frustrierend. Ich spüre, dass ich alles hier habe, aber ich vermag nicht, das richtig... Was? Merkwürdig. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester. Beschützt den Kyrios! Scheiße! Der Achotas ist tot! Hey, was? Du bist zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet.
So kurz, oh, so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugendhaften? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Nochmal! Ist gut. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder, Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Ah, oh nein, Papo, er läuft weg. Treffer. Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Welches Wort hat dein Vater gesagt? Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer! Hilfe! Helft mir! Das ist Chenzira! Ich sagte, halt's Maul! Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh! Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling! Los!
Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Wir sind froh, dass du hier bist, Magi. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst, haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren wird. Genug Verzug! Komm! Lass niemanden hier rein! Bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn darauf! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe! Bitte haltet meinen Sohn daraus! Meine Herren! Der Pharao wurde alarmiert! Er besteht wir darauf, herzukommen! Beeilung! Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Er will nur Zeit gewinnen. Ja. Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Yeah! Oh, nein!
Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Bajek, unser Magi. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bajek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Das Chitche-Lager? Ich glaube, ich habe dein Problem bereits gelöst, BNP. Ohne es zu wissen. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Der Schild besteht aus Bronze und Leder. Schützt dich gut. Einige Waffen prallen sogar davon ab. Nicht sehr groß, aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Vielen Dank, mein Freund. Komm gern jederzeit wieder, Bajek. Ptolemäus, er hat uns allen großes Leid gebracht.
Die Statue wurde zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Bürger von Siva! Die Medunamun, dem Pharao. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Ich einfach. Gehe ich dann schon. Meine Familie braucht mich. Nichts. Sie haben vier andere Priester geschnappt. Ich noch am Leben. Steckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe! Na los, trau dich! Was? Ist da jemand?
Flucht. Gut. Ich bin ziemlich mit... Aber es geht schon. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Hey, was? Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Ja. Sam Kraddoal, der Habit Hohen ist jetzt Reckere. Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Bayek, bist du es wirklich? Den Göttern sei Dank. Dieser Irrsinn muss aufhören. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Bei Amons Gnade. Das waren alle. Die Quelle in der Amanahi-Höhle. Die Banditen da habe ich schon erledigt.
Terim. Er würde nicht. Thank you.